dem Pass seines Clubkollegen beim AC Torino, Toni Polster, ins eigene Tor. Ja, eine Turiner Gemeinschaftsproduktion. Ich habe links den Toni Pfeffer wollen anspielen durchs Loch. Der Klaus hat gerade den Ball noch erwischt. Von dem unglücklich am Tormann vorbeinslang gespitzelt. Sie haben ihm dann sehr herzlich gratuliert. Nein, ich habe im Gegenteil, ich gesagt, es tut mir leid, aber natürlich hätte ich gerne mit einem anderen Tor gewonnen und es tut mir persönlich für den Klaus leid, weil er ja um seine letzte praktische EM-Chance gekämpft hat, dass er eben bei Dänemark dabei sein kann. Und ich hoffe, dass ihm das Tor sicherlich nicht schaden wird. Das Geburtstagskind Hickersberger erlebt aber auch die Geburtsstunde eines neuen Leistungsträgers in der Nationalmannschaft. Der Debütant Kurt Russ zeigt mit seiner Vorstellung deutlich auf. Kurt Russ hat wirklich ein sensationelles Debüt gefeiert. Er hat sich Russ von der ersten Minute an Respekt. Eine wirklich gelungene Premiere im Team. Es ist mir gut gelungen. Ich meine, ich finde auch, dass ich nicht so schlecht gespielt habe. Ich habe zwar ein paar Abspielfehler gemacht und so, aber ich bin zufrieden. Alle sprechen von einem Sinnel abgelegt. Ich habe ja heute eigentlich schnell abgelegt, ich weiß auch nicht warum. Normalerweise bin ich länger nervös. Defensiv und offensiv stark setzt sich Russ in vielen Zweikämpfen durch, obwohl die Gegner Europaklasse darstellen. Mann gegen Mann war immer schwer und so. Da braucht man ein bisschen ein Krieg auch und so. Und das habe ich halt gehabt. Deswegen ist es nicht so schlecht gegangen. Sie haben auch sehr kalt gewirkt. In vielen Situationen, wo Sie im Bedrängnis waren, haben Sie den Ball ganz ruhig geführt. Das schaut vielleicht zwar außen so aus. Innerlich ist man immer nervös bei solchen Situationen. Aber das wird. Um seine Schwächen. Ja, ich muss ein bisschen mehr taktische Fouls machen, glaube ich. Und mit dem linken Fuß muss ich auch noch ein bisschen üben. So wie die gesamte österreichische Mannschaft noch viel verbessern muss. Denn die besseren Chancen haben die überlegenen Dänen. Hier nur ein Beispiel für eine ganze Reihe von Gelegenheiten, die ungenützt blieben, Hickersberger aber dennoch gehörig beunruhigten. Die Österreicher hingegen wurden nur noch einmal wirklich gefährlich, bei einem Lattenschuss von Ernst Baumeister. Daher kein überschwänglicher Jubel, aber doch Zufriedenheit beim Resümee.